Hallo liebe Pokéfreunde, Ubitida hier und heute habe ich Tandrak, Velsar und Sumpex. Und zwar habe ich mir so gedacht, wenn ich, sage ich mal, ein Psycho-Pokémon vorne ist oder sowas, dass ich auf Velsar immer wechsle. Und ja, und somit vielleicht die Pflanzen-Pokémon mit rauslocke und Sumpex am Schluss quasi sweepen kann. Und richtig Schaden machen kann. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich es mir denke. Tandrak kommt, das ging die Pflanzen auf jeden Fall gut an. Das ist halt ein ABB-Team. Meditalus ist okay, solange du kein Eishieb kannst. Ja, das sieht mir nach einem Eishieb aus, ne? Aber einen kann ich ja tanken. Wo ihn genau, okay. Der Gegner hat auf jeden Fall ein nerviges Team. Ja, Rückkehr macht sogar etwas Schaden. Oh, der hat ein echt nerviges Team, der Gegner. So, machen wir nochmal einen Blizzard. Hier lohnt sich ein Blizzard definitiv mehr. Lohnt sich da ein Schild? Ich glaube ja. Weil mit Konter macht er jetzt nicht so viel. Und vielleicht kriege ich gegen Vitalis noch einen Blizzard raus. Mit Glück. Ja? Ah, ich hätte auf Flammenbombe gehen sollen, ne? Okay, hat schon wieder Eissieb. Okay, dann habe ich doof gespielt. Rüber da. Ja, das Vieh hat Sturzflug, ne? Das Vieh hat Sturzflug, oder? Ein Skalüg. Wie spicy spielt denn der? Ja, das ist ganz doof. Ja, Sturzflug tut weh. Aber ich komme zur Aquahaubitze, was Gutes. Ja, schlau von dir. Natürlich kriegt er den extra Konter. Und den nächsten. Ja, aber so soll es sein. Aber krass. Mit so einem Team hätte ich jetzt niemals gerechnet. Oh, die Schlammbombe. Ja, ja. Hätte nicht gedacht, dass Meditalis doch so viel Konterschaden gegen Velsar macht, weil Velsar hält eigentlich was gut aus. Habe ich aber auch ein bisschen doof gespielt, muss ich sagen. Ich hätte versuchen müssen, den Ice Heap auf Velsar abzufangen. So gegen Kakit 33. Gucken wir mal. Tandrak gegen Azumel. Wir holen uns erstmal gut Energie. Und rüber. Und wir konnten was abfangen. Perfekt. Velsar freut's. Ein Eisschrei, perfekt. Okay. Okay.
Ladungsstoß. Okay. Dann wird mein Sumpex gleich gegen Azumarill Spaß haben, glaube ich. Genau, jetzt setzen wir ein. Welser ist glücklich. Guckt euch dieses glückliche, schöne Welser an. Er schädelt sogar. Okay, ich schädel nicht. Ich schädel nicht. Ja, weil das lebe ich. Und wenn er das jetzt nicht schädelt, nimmt mein Welser ihn raus. Perfekt. Wechsel gut. Super, Welser. Ich bin stolz auf dich. Sumpex kann glänzen. Ich werde hier auch einmal schilden auf jeden Fall. Weil Sumpex brauche ich auf jeden Fall gegen Asu. Genau, Schild ist da. So, Schlammwurm kommt. Ja. Jetzt kommt die Aquahaubitze. Die nimmt dich raus. Perfekt. Okay, und der Gegner gibt auf. Noch besser. Ja, okay, ich hatte auch gut Energie auf mein Tanrak. Und auch Nassschweif drückt dagegen sehr gut. Okay, das haben wir jetzt auf jeden Fall viel besser ausgespielt. Kampf beginnt. Gegen wen werden wir kämpfen? Ach ja, Uzello hat heute ein Video rausgebracht. Freut mich, dass er wieder da ist. Ich hoffe auch für länger. So, Nido zu dem Queen. Ja, mein Team ist Nido Team Killer Queen Team, wa? Och, wenn du wüsstest, mein Freund. So, hier kannst du Erdkräfte oder so sonst was drücken, das ist mir Wumpe. Giftzahn, okay. Ist mir auch egal. Sumpex damit, okay. Ich überlege gerade sogar eine Aquahaubitze daher zu schön, ne? Weil mit Aquaknarre generierst du nicht so schnell Energie. Wobei, es wäre auch verlockend, mit Tanrak einfach zu runterzulocken. Runterzufahren, ne? Ja. Ich fahre mal einfach mit Tanrak runter. So, blinder Nassschweif, Nassschweif. Nö, da mache ich einen Wutanfall, wenn ein Mundtier kommt. Ja. Schnell rüber. Sehr schön. Nicht schön. Ein Wutanfall tut hier, Erdkräfte tut hier auch nicht so weh. Okay, Giftzahn macht das. Das ist wieder nur ein Giftzahn. Vermute ich mal, ne? Ja. Nö, ich heb meine Schilde für Tanrak auf. Aquahaubitze 1. Ja, okay, Gegner gibt auf. Perfekt. Ja, ich hätte noch eine zweite für Mundtier gehabt, die hätte ja schön müssen. Das Team hier funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Und mit Welser kann man eigentlich gut was reißen. Also, Welser kann man auch im Prinzip recht gut draufgehen lassen. Ja, und mit Tanrak. Also, ich habe ja den Wechsel gar nicht unbedingt gebraucht. Muss ich sagen. Ich konnte ja runterfarmen, locker easy.
Panzer-Aeron, ja, das ist schon schwieriger. Dann hast du einen Sumpex wahrscheinlich im Team. Ich wechsle einfach. Genau, werd hier nicht chillen. Kannst auch Sturzflug von mir aus machen. Perfekt. Überlebe ich. Genau, da ist das angekündigte Simpex. Mit der richtigen Attacke, was gut ist. So, Schlammbombe kommt. Nee, ein Schild ist mir das nicht wert. Ich denke, ich werde mit Tandrak einmal schön runterfahren. Genau, Schild kommt. Auch wenn es Aquaobitze ist, ist egal. Ja, Sumpex ist ein Problem, ne? Das kriege ich nicht so schnell runtergefarmt. Wie viel macht eine Aquaobitze denn? Gar nicht so viel, wie ich dachte, ne? Ah, die Lehmschüsse machen mehr. So, kommt wieder Panzer-Aeron rein. Ah, ich hätte auf Wutanfall gehen sollen, ne? Blinder Wutanfall wäre es gewesen. Ja, ich glaube, das kann ich nicht gewinnen. Denn weil Reiser noch hinten ist. So, drück mir Erdbeben, ist mir egal. Nein, das ist nur Eisspeer. Ja, war klar, dass ein Schild kommt. Jetzt auch die Schlammwoge. Oh, der Wutanfall wäre es gewesen, ne? Ja, du hast eh wahrscheinlich zwei, ne? Oh, Wechsel ist noch nicht um. Okay. Oh, wir gehen gleichzeitig drauf. Mist. Oh, wäre man nicht gleichzeitig drauf gewesen, dann hätte ich Nassschweif erreicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Ladeattackenleerstand gegen Valreiser gewonnen hätte. Er hätte eh versucht runterzufahren, ne? Ja, schade. Aber heute machen wir auch mal zwei Sets mal wieder. Hatten wir länger nicht mehr. Kampf beginnt. Gegen Nissi 777. Tenrak gegen Satzina. Das ist in Ordnung. Oh, dich will ich vorne sehen. Dich will ich vorne sehen. Ja, ich muss in Weser. Oh mein Gott. Ja, ich brauche den Wechsel. Ich brauche den Wechsel hier. Ich habe zwei Attacken. Hier brauche ich echt den Wechsel. Oh, Satzenia ist nervig. Okay, du lässt zum Glück drauf gehen. Oh, wir lassen die Wechseluhr ein bisschen runterticken. Und rein hier.
Wir setzen hier ein. Ist zwar nur ein Nassschweif, aber das ist egal. Okay, du schüttest nicht perfekt. Du hast nichts Effektives. Du hast nichts Effektives, mein Freund. Ja. Und bitte jetzt ein Dings. Kein Beuteguss, schade. Okay, Schild gezogen, dann gehe ich hier rein. Dann machen wir hier die Arkbau-Bitze. Ich meine, ein Schmarotzer müsste ich eigentlich gut wegstecken, oder? Ja. Sollte eigentlich so gut wie gewonnen sein, oder? Ah, nee, weil ich mich nicht drauf festlegen. Hol aus auf jeden Fall, hol aus, Tanrak. Oh, bitte hab nicht zwei. Aber wenn du zwei hast, das wäre doof. Ich habe aber einmal ausgeholt auf jeden Fall. Oh, perfekt, Tanrak holt sich das. Gott sei Dank. Ja. So, Medite, ja, keine so tolle Belohnung. Hab ja schon so ein gutes Meditales. Oh, Serie gerissen. Hätte ich drauf achten müssen. Aber ein positives Set mit dem Team auf jeden Fall. Das stimmt mich glücklich. Er wundert mich, dass bei dem Satz 10 ja kein Beuteruss mit war. Das Sumpex hat mich so ein bisschen überrascht, deswegen bin ich auch zu lange drin geblieben. Also, nächstes Set. Superliga ist gut besucht. Und gucken wir mal, jemand mit Capuno mit Barrikadax. Ja, du bist nur mit Nachthieb effektiv, ne? Okay, er hat überlegt. Oh, vielleicht hätte ich einfach auf Blizzard gehen sollen. Vielleicht einfach auf Blizzard gehen? Nee. Jetzt kommt der Blizzard. Ich hoffe, du schüttest den nicht. Doch, du schüttest den, aber das ist nicht schlimm. Oh, Ladeattackenleistert. Baser gewinnt gegen Zeppia Royal Ladeattackenleistert? Willy? Ja, das. Das nehme ich doch glatt. Will ich das einmal schäden? Ja, ne? Einmal schäde ich das sogar. Hier Oberfarm ein bisschen. Ja, jetzt kann ich auch durchlassen. Ach, so viel macht das gar nicht. So. Jetzt habe ich maximale Energie. Ich hoffe, er hat nicht noch ein Pflanzen-Pokémon hinten. So, jetzt gehe ich rüber. Ja. Sumpex ist da. Nachthieb abgefangen, perfekt. Nee, ich lasse mein Schild für Tanrak. Okay, ich will doch.
Wieso? Wie hat er denn so viel Energie gekriegt? Egal was reinkommt, es kriegt minimal eine Aquahaubitze. Ich muss rüber. Und den Nassschweif landen. Okay, Fiaro. Interessant. Da ich ja hier Nassschweif drauf habe, zack, ist Fiaro weg. Und mit Velsa? Ja, Velsa hat gute Arbeit geleistet, hallo? Zwei Schilde gezogen gegen Serpi Royal. Und Ladeattackengleichstand gewonnen. Warum auch immer. Velsa hat doch nicht viel Angriff. Serpi Royal hat doch viel mehr, oder? Ja, Serpi Royal ist auch recht tanky. Ich glaube, das muss doch für einen Starter auch einen höheren Angreifer haben als Velsa. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, Sumpex. Schwierig. Ah ja, geht raus. Dann gehe ich auch raus. Ich habe mir zwei Angriffe geholt. Hier kann ich was durchlassen. Kannst ja nur Nassschweif oder Knirscher machen. Genau. Egal, müsste ich auch noch überleben. Müsste ich auch noch leben. Ja. Und mit Gift kannst du mich nicht so leicht runterfahren. Kann ich dich runterfahren? Oh, bitte. Oh, perfekt. Blizzard habe ich glaube nicht, ne? Blizzard habe ich glaube nicht. Nee. Ah, die Schlammbombe kriege ich noch raus. Was wichtig ist. Ein bisschen Vorarbeit machen. Okay, du schildest sogar. Dann kann ich hier rüber. Werde auch einmal reinschilden. Ich werde aber nur ein Schild einsetzen. Das ist auch nur ein Himmelsfeger. Sturzflug wäre jetzt heftig. Nee, Himmelsfeger. So, Aquahaubitze. Genau. Farm ein bisschen noch. Weil du fängst ab. Du fängst ernsthaft ab? Okay. Na gut, mach. Dann gehe ich hier rüber. Mach hier den Nassschweif. Ja, perfekt. Tanrak ist sehr, sehr gut. Ah, den Move, die Attacke auf Sumpex abzufangen, habe ich jetzt nicht so verstanden, ne? Wundert mich eigentlich, dass das Sumpix auch noch die Attacke überlebt hat, die Aquahaubitze. Weil wir sind ja schließlich hier in der Superliga. Der hält Sumpix eigentlich noch gar nicht so viel aus. Das ist erst ab Hyperliga so richtig. Tanrak kriegt Cresselia. Oh, Cresselia ist das ganze Team beschissen. Oh, ich wollte gerade abfangen, ne? Ja, dann muss ich das doch schilden. Mondgeweih, ja, dann hast du Mondgeweih, Strauchler.
Ich gehe auf Wutanfall. Perfekt. Ja, jetzt habe ich Abfangen geschafft. Sehr schön. Meditales, ja, Meditales ist besser. Das werde ich nicht schälen. Eissieb kommen. Leider ist Schlammbombe so eine schwache Attacke. Ah, du hast Eissieb. Okay, du schützt eh. Kriege ich hier noch eine Schlammbombe unter? Dann habe ich ein Schild gezogen. Der liebe Illy schreibt. Und ich gehe in Sumpex. Das ist eine Eissieb, oder? Oder irre ich mich da? Ja. Aquahaubitze. Weg ist er. Nach Tara, interessant. Nach Tara ist tatsächlich interessant. Weil ist so. Genau, die Attacke fange ich ab. Ist ein Schmarotzer, perfekt. Ah, oh, will ich das schäden? Ja, ne? Ich brauche ja ein Schild vom Gegner, ne? Oh, hat er gut abgefangen. Hat er gut abgefangen. Ich werde nicht aufladen. Ah, jetzt kann er aber runterfarmen, ne? Das ist jetzt auch doof. Ja, das wird er jetzt wahrscheinlich schön, ne? Oh, Nassstreif kommt. Bitte, 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 Tanrak. Ich werde sowieso dann gleich rüber wechseln. Wenn es nicht reichen sollte. Oh! Und Aquahaubitze, perfekt. Boah. Richtig, richtig schwitzig. Aber das Team ist cool. Das Team gefällt mir ja. Auch wenn Welser eigentlich in dem Team das Opfer ist, aber Sumpex macht eigentlich mit Tanrak zusammen immer den Sack zu. Und so habe ich mir das eigentlich auch gedacht. Und auch gehofft, dass es das so klappt. Obwohl Chrissé ja halt, ne, für das ganze Team ein bisschen doof ist, aber ja, doch, man kann rumrum spielen. Indem man den Mundgewalt abfängt, dann geht das schon. Psychoklinge macht ja zum Glück nicht so viel. Aber die Mundgewalt hätte schon gedrückt. Schlimm wäre es gewesen, wenn er mit einem Strauchler geködert hätte. Okay, wieder ein Sumpex vorne. Gehst du raus? Nein, ne? Dann geh mal in mein Opferlämmchen. Du bist kein Krypto. Deswegen überlebe ich noch eine Aquahaubitze, ne? Und vielleicht krieg ich ja sogar ein Schild. Was cool wäre. Nein? Okay, du gehst raus, das ist auch gut. Dann will ich hier einen Blizzard drücken. So viel Schaden wie möglich. Genau, Schild war mir klar, dass das nicht schön ist. Und vielleicht überlebe ich den Schmarotzer sogar noch. Sehr schön.
Schlammbombe kommt sogar noch. Das heißt, gut extra Schaden. Wir gehen hier rein. Holen aus, was perfekt ist. Nein. Okay. Er hat Psychokinese, interessant. Damit hätte ich jetzt nicht. Ja, natürlich gibt es Psychokinese, ne? Hol aus. Oh, Sumpex gewinnt doch bestimmt die Ladertankleiste, ne? Komm. Das ist doof, ja, ich will schön. Vielleicht denkt er, ja, er ist schwach gegen Sumpex, bla, bli, blub. Och, den Nassschweif hätte ich gebraucht. Ja, das ist verloren. Er hat zwei Schilde. Den Nassschweif hätte ich jetzt gebraucht, den Schild. Ich glaube, einen Sturzflug müsste ich leben. Ja. Schade. Schade. Aber auch ein Escher macht gegen einen Sumpex ganz schön viele, finde ich. Aber es ist Superliga, ne? Es ist Superliga. Schade. Hat der Gegner aber auch gut gespielt. Beide Schilde für Fiaro aufgehoben. Ja, vielleicht hätte ich die Schilde auch einfach besser aufheben sollen. Vielleicht Tandrak eben einfach draufgehen lassen sollen. So, das wird jetzt interessant gegen Dings, Altaria, ne? So, ich komme definitiv eher zur Attacke, ne? Ja, das muss ich hier leider ausspielen, ne? Aber ich muss hier schon schilden. Was das Problem ist. Aber ich müsste jetzt runterfahren können. Boah. Ich wechsle einfach in Velsabelind. Bitte kein Pflanzen-Pokémon. Das wäre echt gut. Er überlegt. Aber Sumpex, ja, okay, es war Ziele, ne? Kann ich durchlassen. Eine wissen wir über. Oh, der macht aber mehr Schaden. Okay. Boah, wie schnell ist denn deine Attacke? Wie schnell hast du deine Attacke? Ja, Blubella. Ja, ich habe eine Attacke in Sekunden. Oh, ich mag Blubella nicht. Warum hast du nur eine Pflanze hinten? Ja, jetzt kannst du runterfarmen, leider. Ja. Das ist verloren. Das ist verloren, ich musste aber hier rein. Ja, hallo, Klinge reicht. Ich komme mit Sumpex. Da ist die Klinge auch jetzt. Blubella? Du bist eklig. Ich mag dich nicht. Ich hasse dich. Ja, Blubella ist echt Endgegner für das Team hier. Ja gut, gegen Altaria musste ich mit Tandra kämpfen, ne? Vielleicht, oh, ich hätte auch in Velsar einfach gehen sollen. Hätte ich das gewusst, ja, dann wäre ich in Velsar gegangen. Ah, okay. Passiert. So, Traunfugil fangen erstmal. Und es bleibt drin, das ist perfekt.
Ja, aber 2x 3 zu 2 mit dem Team, das kann sich ruhig sehen lassen, denke ich mal. Zweimal positiv gegangen. Was will man mehr? Außer unendlich Sternstaub. Oh, Eischlüpft. Eischlüpft. Ernsthaft? Ich habe einen Robball heute gefangen, das hatte genau dieselben IV. Natürlich kein 98er mit 15 Angriff. Aber ich habe mittlerweile auch einen Robball zum Glück einen 100er gebrütet. Gott sei Dank. Aber für die Folge soll es jetzt auch gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.